Voltensus ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der 3. Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Fritzeblitz. Und seit der 6. Spielgeneration ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Voltensus zu verführen. Voltensus ist ein vierbeiniges, hundartiges und hauptsächlich blau- und gelb gefärbtes Pokémon. Sein agiler Körper ist von blauem, zotteligem Fell bedeckt und wird von vier schlanken, krallenbewehrten Beinen getragen. Es hat einen spitz zulaufenden blauen Schweif und an seinen Vorderpfoten und an der Hüfte zeigt es auffällige gelbe, struppige Fellbüschel. Auch auf dem schmallänglichen Gesicht mit roten Augen befindet sich eine solche Fellstruktur, die starr nach oben ragt, und Voltensus sammelt in seiner Mähne Elektrizität. In seiner Megaform prägt sich das auffälligste Fell auf dem Kopf stark aus, überzieht nun zackenförmig die gesamte obere Körperhälfte des Pokémon und wird extrem lang, buschig und spitz, was dem Pokémon ein wildes, bedrohliches Aussehen verschafft. Auch die sonstigen Fellbüschel ragen wie Dornen von seinem Körper ab und seine Klauen nehmen eine rote Farbe an, während die sonstigen Farbgebungen unverändert bleiben. In der Shiny-Form weisen oder die beiden Shiny-Exemplare weisen ein etwas dunkleres, in lilafarbene, tendierende oder dunkelgelbe Fellfärbung auf. Und bei dem Shiny Mega Voltensus nimmt dabei im Gegensatz zur normalen Färbung die Farbintensität zu. Voltensus ist ein wendiges und agiles Pokémon, welches sich im Kampf auf die in seiner Mähne gespeicherte Elektrizität verlässt. Wenn es diese entlädt, entstehen Gewitterwolken über seinem Kopf, aus der Blitze herausstoßen. Voltensus kann diese per Donner- oder Ladungsstoß seinen Gegner entgegenwerfen oder ihm unmittelbar mit Stromstoß oder Donnerzahn zu Leibe rücken. Exemplare mit der Fähigkeit Statik können bei Berührung eine Paralyse auslösen, deren Blitzfänger ihnen ermöglicht, Elektrizität anzuziehen. Als versteckte Fähigkeit weisen manche Exemplare Minus auf, diese profitieren von einem Partner mit einer gegensätzlichen elektrischen Ladung. In Voltensus Megaform prägen sich die Kraft seiner Blitzschläge und seine hohe Geschwindigkeit noch weiter aus. Sein wildes Aussehen verschafft ihm die Fähigkeit Bedroher, welche andere Pokémon einschüchtert und ihre Angriffskraft senkt. Voltensus entlädt nicht nur im Kampf die Elektrizität, welche es mit Hilfe seiner Mähne aus der Atmosphäre aufnimmt, vielmehr stößt seine Mähne dauerhaft Funken aus. Bisweilen führen diese zu Waldbränden. Voltensus ist ein vorsichtiges Pokémon, welches sich selten Menschen zeigt. Die Gewitterwolken, die es umgeben haben, ist zu einem sagenumwobenen Pokémon gemacht, von dem man glaubte, dass es in Gewittern geboren wird. Gerüchten zufolge baut es sein Nest an Orten, an denen Blitze eingeschlagen haben. Dabei ist Voltensus der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe, kann sich aus Fritzeblitz entwickeln und seit der 6. Generation umgespielt Pokémon X und Y ist es mithilfe eines Voltensoniten dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Bei dieser Entwicklung nimmt Fritzeblitz erwachsenere Proportionen an und prägt ein gezackteres, struppigeres Erscheinungsbild aus. Beide Entwicklungsstufen sind Vierbeiner und sind mit Elementen geschmückt, welche an Blitze erinnern. Hierbei ist Fritzeblitz grün, der Kopf besteht aus drei länglichen Strukturen und auch das Hinterteil ist mit drei Zacken ausgestattet. Voltensus ist deutlich größer, was unter anderem durch seine längeren Beine begründet werden kann. Sein Körper ist blau, seine vorderen Füße, der Kopf und der Hinterkörper sind mit struppigen gelben Fellbüscheln ausgestattet. In seiner Mega-Entwicklung zieht sich diese gelbe Färbung des Fells über die ganze obere Körperhälfte und wirkt wie Dornen. Krallen werden rot, diese Veränderung geben dem Pokémon eine bedrohliche Wirkung. Dabei wird die Entwicklung von Fritzeblitz zu Voltensus auf Level 26 ausgelöst und die Mega-Entwicklung durch einen Voltensonit. Mit dem Typ Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug-, Stahl- und Elektroattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit Blitzfänge, dann wird es immun gegen Elektroattacken. Doppelten Schaden machen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.